Yo, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mafia 3. Wir wollen weitermachen mit der Story. Ich bin echt mega gespannt, wie es weitergeht hier. Ich freue mich schon tierisch drauf auf die Story. Ich sage euch mal ganz kurz, was wir jetzt vorhaben. Wir haben ja hier diese ganzen, Nebenmissionen so gemacht, oder zumindest größtenteils davon. Und dann haben wir wieder diesen Schaden angerichtet und jetzt müssen wir wieder zu Donovan gehen, weil der hat da was Neues rausgefunden über die Vierfinger-Charlie. Ja? Und es wird wahrscheinlich unser nächstes Ziel sein. Und deswegen gucken wir einfach mal, was der Kollege Donovan so rausgefunden hat. Geiler Drift, Baby. Geiler Drift. So. Können wir hier anhalten. Weg da. So, die Karre ist auf jeden Fall geil. Die hat einen richtig krassen Sound. Und das ist hier unser Treffpunkt mit Donovan. Ja, da haben wir diese komische, was weiß ich, Kirche, was das sein soll. Und darum dreht sich irgendwie das Ganze. Jetzt gucken wir mal. Wenn du annimmst, werden alle verbliebenen Geschäftsziele entfernt. Da wir alle erledigt haben hier in diesem Gebiet, können wir getrost annehmen. Ich habe den alten Charlie abgehört und er ist gar kein so ein übler Bursche. Eher einer von den freundlichen, sanften Hinterwäldlern. Und wie es der Zufall so will, ist seine Frau guter Hoffnung. In so einer Situation ist es einem normalerweise egal, für wen man arbeitet. Hauptsache, man bleibt am Leben. Der arme Trottel wird ganz sentimental, wenn die beiden über Namen reden. Sie sind jetzt irgendwo zwischen Bussifus und Thomas Lee. Auf jeden Fall haben seine Leute die Kirche abgeriegelt. Das sind alles Typen, die handeln eher nach dem Hinterwäldler-Motto: Tötet sie, der Herr wird die Seinen schon erkennen. Wenn du die Charlie vorknöpfst, tut er aber ohne großes Theater, was ihm gesagt wird. Deine Infos sind auf dem neuesten Stand. Gehst du zurück ins Motel? Erst muss ich was essen. Wir sehen uns dann, wenn du fertig bist mit diesen inzüchtigen Arschlöchern. Alles klar, Digga, alles klar. Mit diesen inzüchtigen Arschlöchern, Mann, die Ausdrücke sind so geil. Genau mein Geschmack. Ah, Baby, was ist los, Alter? Was ist denn los, Mann? Alter, wie viele sind denn das bitte? Das ist ja ein ganzer Clan. The Inzucht-Clan. Konfrontiere Vierfinger-Charlie, Kincaid. Bosse rekrutieren. Denk dran, dass du vor kurzem die Kirche und das dortige Heroingeschäft verwanzt hast. Daher hast du nun die Wahl, entweder den bisherigen Boss umzulegen, was dir schnell Geld bringt, oder ihn anzuwerben, was auf längere Sicht den Ertrag des Geschäfts erhöht. Das werde ich auf jeden Fall machen. Ich will ihn anwerben. So, und schon müssen wir jetzt wieder ein paar ausschalten, was ich eigentlich... Ich finde diesen Schleichpart, muss ich ganz ehrlich sagen, den finde ich eigentlich saugeil gemacht. Das macht mir sau Spaß auf jeden Fall. Warte mal, Baby, komm, den müssen wir so wegholen. Schwupp! Komm her hier, Digga. Da hinten liegt doch wieder Geld, habe ich gerade gesehen. Wir machen ganz langsam. Wer stirbt hier? Da hinten liegt Kohle. So eine Sniper mit Schalldämpfer, finde ich, wäre richtig geil. Hier waren wir ja auch schon mal, sehe ich gerade. Ja. Oh shit. Auf den Wachposten müssen wir echt aufpassen. Na, was ist los jetzt? Erzählt halt. Das haben wir schnell markieren. Also hier haben wir drei Stück. In der Kirche waren, glaube ich, auch nochmal welche. Und dann haben wir Medizin und Waffenschrank. Medizin war voll, also kein Problem. Wie steht's, Kumpel? War schon ein bisschen fein. Aber letzte Woche ist er einfach echt geworden. Also eben auf Seite reprisen. Warte mal, ich habe doch diese Dinger jetzt hier ausgewählt. Die kann ich doch mal hier hinwerfen jetzt, ne? Ich weiß nicht, ob er das hört. Ich werde dieses Geräusch ausfindig machen. Hört er das? Ja, er hört's. Nice. Nur der Wachposten da oben, der ist scheiße. Der darf mich nicht sehen oder hören. Der müsste sich mal umdrehen, der Pisser. Maul halten, Digga, Maul halten. Hat mich voll reingehängt, hab aber nichts. Der ist zu weit weg, das ist scheiße. Ich weiß wirklich nicht, was in dieser Gegend schlägt. Ich muss näher ran, aber... Die Cops nicht blicken lassen, oder wenn sie der Pisser sieht mich, das ist die Kacke. Du hast mich nicht gesehen, Digga, du hast mich nicht gesehen. Oh, jetzt kommt er her, nice. Komm, Stricher, komm. Mal die Wumme nachladen, nur für den Fall hier. Scheiß Wachposten, Alter, dich werde ich so hardcore töten. Bam. Tut mir leid wegen deinem T-Shirt, Digga.
So, machen wir mal die hier drinnen kurz. Dann ist, ist das Hauptding erstmal weg hier. Ich weiß nicht, es gibt bestimmt ein paar Folge, wenn man total lautlos vorgeht. Könnt ihr mir vorstellen? Ja? Da wird es bestimmt was geben. Da muss ich mal gucken, wie ich die hole. Ich weiß nicht, bei einem könnte ich pfeifen. Keine Spur von ihm. Bei denen könnte ich pfeifen. Der andere, der wird hierher gucken. Das ist scheiße. Deswegen verstecken wir uns mal ganz kurz hier so. Und können ihn notfalls mit einem Schalldämpfer umlegen. Oder wenn der nochmal hierher kommt, legen wir von hier um. Der Penner hat... Maul halten, Digga, Maul halten. Den holen wir uns von hinten in den Stricher. Der ist nichts ahnend, der Pisser. Nichts ahnend ist der. Er ist doch nicht nichts ahnend. Alter, warum hat er sich jetzt umgedreht? Wer hat Charlies Vater schuldig oder so ein Scheiß? Keine Spur von ihm. Oh, warum kommt denn da jetzt noch einer, Mann? Der sieht doch den anderen jetzt. So, Digga, Feierabend hier, Mann. So, was haben wir sonst noch? Hier ist Kohle versteckt, sehe ich gerade. Die hatten wir ja schon mal aufgesammelt. Wir nehmen uns einfach nochmal. Ich meine, wenn das Ding wieder da ist, dann nehmen wir das natürlich mit hier. 2,50, nice. So. Da hätten wir noch 3 Stück noch. Kein Problem, machen wir, machen wir. Da haben wir einen, der ist draußen. Den können wir ohne Probleme töten, würde ich sagen. Und die anderen zwei sind drinnen. Kein Ding hier. Aber das ist noch ein fucking Wachposten. Scheiße, jetzt wissen wir, dass ich da bin, oder was? Mann, ist doch scheiße. Wie konnten die mich jetzt sehen hier? Warte, erstmal machen wir den da drinnen. Oh, leck mich, du Pisser. Haben wir? Er lebt noch. Ja, er ist tot, Mann. Nice. Da ist aber noch einer drin. Der kommt jetzt auch noch raus. Dann kommt noch Munition, Mann. Scheißdreck. Komm, Spritze nehmen. Und den anderen da hinten, den möchte ich jetzt mal ordentlich mit der Sniper hier wegholen. Okay, die sitzt super. Ah. Schönes Ding, Alter. Schnell nochmal die Moneten einsammeln hier. So. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt eh schon mal hier sind, würde ich sagen, holen wir uns auch gleich noch die Weste, oder? Die liegt ja hier hinten. Können wir uns ja holen, ist ja kein Problem. Wir sind jetzt eh alle schon tot, die Pisser. Und das Medikit können wir uns auch gleich nochmal holen. Dann sind wir gleich wieder voll hier. Erstmal die Weste. So, Digga. Das Ding haben wir. Dann nehmen wir noch schön hier das Medic raus. Und dann sind wir wieder fresh unterwegs. Fresh unterwegs. So. Wo ist der Typ jetzt hier? Scharfschützenpatron, nice. Da möchte ich hoch, aber wie komme ich da hoch jetzt? Wie komme ich da hoch? Warte mal. Mann, soll ich hochklettern, Digga? Mach mal halt hier. Ich komme hier nicht hoch, ernsthaft, aber hier komme ich hoch. Ach so, Scharfschützenposition. Ich wollte Munition haben. Ja, ist mir schon klar, dass das eine Scharfschützenposition ist. Das weiß ich auch selbst, ey. Also gut, wir müssen hier rein. Digga, ich komme. Der versteckt sich hier, der Pisser. Hier hinter der Wand, Mann. Scheiße. Ich möchte ihn natürlich nicht töten, eigentlich. Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Na, dann komm her, Digga. Okay, er kommt nicht. Habe ich da drüben schon nachgeschaut? Na, dann komm halt her. Ah, oh, scheiße, jetzt tötet der. Der knallt mich doch wieder eiskalt ab, der Wichser.
Komme ich von woanders rein? Nee, das ist die einzige Chance. Habe ich da drüben schon nachgeschaut? Oh, los, Mann! Was ist los jetzt? Nimm doch, Mann! Nicht töten, nicht töten! Du sollst ihn doch nicht töten, Mann! Jetzt laber, Digga. Anwärmen natürlich. Arbeite für mich und du lebst vielleicht lange genug, um deine Kinder großzuziehen. Okay, klare Sache. Was immer ihr wollt. Das ist gut, Charlie. Wirklich gut. Für brutale Überwältigung aus, um Verteidigung zäher Gegner zu durchbrechen. Brutale Überwältigung, halte nach einem Nahkampfangriff Kreis gedrückt. Okay. Marihuana, Geschäftszuweisung. Muss kurz nochmal lesen. Die Kosten für deinen nächsten Anruf bei Cassandras Verbündeten werden übernommen. Einkommens plus 30.000. Nice. Büchsenmacher Präzision. Jean-Baptiste überarbeitet die Zielvorrichtung deiner Waffen, sodass sich deine Präzision verbessert. Das ist nice auf jeden Fall. Das ist nice. Ja, da kann ich doch nur Cassandra zuweisen, oder? Ich kann doch gar nichts anderes machen. Das muss ich ja Cassandra machen lassen. Schick deine Jungs zur First Baptist Church. Wir haben uns die Redneck-Wichser vorgenommen. Nichts zu danken, Bitch. Nichts zu danken. Das mache ich doch gerne. Das ist mein Job. Ich bin brutal unterwegs. Ich töte jeden, den ich in die Finger kriege. Jeden verfluchten, hässlichen Bastard. Nennen Sie Ihren Namen, bitte. Fürs Protokoll. Donovan. John. Mr. Donovan. Sie wissen, dass Sie durch Ihr Erscheinen vor diesem Komitee auf Ihre verfassungsmäßigen Rechte hinsichtlich Rechtsberatung und Selbstbeschuldigung verzichten. Sicher. Und Sie bestätigen weiterhin, dass Sie mit Ihrem Erscheinen vor diesem Komitee damit einverstanden sind, dass absolut alle Informationen bezüglich der Ereignisse in New Bordeaux im Sommer und Herbst 1968 öffentlich werden. Sonst würde ich hier nicht sitzen. Sie waren Agent bei der Central Intelligence Agency von 1953 bis 1969, ist das korrekt? Das ist richtig. Wann kamen Sie nach Vietnam? Das war im August 61. Bitte erzählen Sie vor diesem Ausschuss, was Sie damals alles so getrieben haben in Vietnam. Also zuerst war ich ein paar Monate in Saigon. Danach versetzte man mich auf eine Basis der Special Activities Division in Laos. Wir bewaffneten und trainierten die Hmong und ließen sie dann auf die NVA los. Die hat Waffen über den Ho Chi Minh-Pfad geschmuggelt. Und Sie arbeiteten mit Lincoln Clay an dem, was später das Phoenix-Programm hieß? Lincoln leitete etwa ein Jahr eine eigene Aufklärungseinheit. Wir haben in Vietnam feindliche Stellungen aufgespürt und den Gegner entweder ausgeschaltet oder gefangen genommen und verhört. Wenn ich daran zurückdenke... Oh mein Gott. Sie ahnen ja nicht, was wir mit den Wichsern alles angestellt haben. Das würde ich auch zu gern wissen. Dieser Donovan scheint auch richtig geil drauf zu sein, glaube ich. Der macht auch einen richtig geilen Eindruck. Erledige Richie Duché. Und wieder mal müssen wir mit der alten, coolen, hübschen Cassandra reden. Den Laden hier sauber. Dank Ihnen. Verbesserte Treffergenauigkeit für alle. Okay, das haben wir freigeschaltet. Das ist schon mal sehr nice. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, was hier so abgeht noch. Müssen wir wieder zu unserer Karre hier kommen, ne? Muss ich erstmal raus hier. Die Schwarzen übernehmen das Viertel hier. Meine Karre noch da? Steht natürlich nicht mehr da. Ist geil. So, gucken wir mal ganz kurz auf die Karte, was es hier noch so gibt. Hier oben können wir wieder unsere Moneten abgeben. Hier haben wir irgendwas zum Ausrauben wahrscheinlich. Und das sind alles so Sammelobjekte, diese Sicherung, diese grünen Dinger. Die werden wir nach und nach auch noch machen müssen, sag ich mal. So, hier, was haben wir hier noch? Playboy-Magazin. Wenn wir eh schon in der Nähe sind, würde ich sagen, nehmen wir das gleich mit hier, oder? Dann haben wir das Gebiet hier so weit, sag ich mal, durch. Jetzt müssen wir bloß noch gucken, dass wir ein schönes Gefährt kriegen. Alter, willst du mich verarschen, Digga, Mann? Ich hole dich gleich aus dem Auto raus und knall dich brutal ab. Mitten auf offener Straße, du Penner.
Sie haben kein Recht. Natürlich habe ich das Recht. Ich allein habe das Recht. Was ist das denn für ein Trabi hier? Die Karre ist ja mal übel krass. Wie schnell sie auch fährt. So, Playboy-Magazin. Das holen wir mal hier raus. Müssen wir wieder aufbrechen. Ich finde das Aufbrechen ziemlich lustig. Aber ich habe auch Aufbrechaktionen gesehen, da ist es schwieriger gewesen. Ich weiß nicht. Bei mir ist bisher immer recht einfach. Ich weiß nicht, ob sich das nochmal ändert. Keine Ahnung. 4 von 4, nice. Bitch! Tut mir leid. Tut mir echt leid. Wollte ich nicht. War ein Versehen. So, was haben wir denn sonst noch hier? Was haben wir denn sonst noch hier? Also da vorne ist die Mission. Ich würde sagen, wir fahren mal dahin, holen die zwei Sicherungen und in dem Zuge geben wir auch gleich mal nochmal unsere Moneten ab. Und in der nächsten Folge machen wir dann die nächste Hauptstory. Wo ich jetzt schon richtig Bock drauf habe, Mann. Ich freue mich jetzt schon drauf. Die Hauptstory finde ich ganz geil, muss ich sagen. Also bisher ist cool erzählt und so. Schon geil. Am meisten überrascht war ich ganz am Anfang, als unser Onkel da getötet wurde, olle Sammy. Das war schon krass. Wage es dir, die Cops jetzt zu rufen, Alter. Wage es dir. Ich werde euch alle finden. Hier oben, okay. Warte mal, so Sammelobjekte für die Leute, die noch nicht wissen, wofür die Sicherung da sind. Also man kann ja so versteckte Sachen, diese Sicherungskästen, man kann ja damit, wenn man die quasi, wenn man Sicherung einsetzt, ja, dann kann man versteckte Sachen freischalten auf der Karte, also diese ganzen Sicherungen, wo die sind, irgendwelche Sammelobjekte, diese Playboy-Hefte, ja, das kann man alles dann auf der Karte sichtbar machen, in dem Gebiet, wo man den Kasten aktiviert hat, und dafür brauchen wir diese Sicherung, also für einen so einen Kasten brauchen wir mal 2, 3 so Sicherungen. Und um alles zu finden, müssen wir halt alle aktivieren. Also deswegen, das sind so die Sammelobjekte hier in dem Spiel. Und wenn die schon hier in der Nähe sind, sage ich mal, dann nehme ich die natürlich auch gleich mit. So, das haben wir fertig. Jetzt können wir auf die Karte gucken. Jetzt gehen wir hier noch hin. Irgendwie kommt es mir so vor, als wenn die Sicherung immer wieder neu spawnen. Keine Ahnung, ich habe gestern schon welche eingesammelt, einige. Und irgendwie sind da oben jetzt schon wieder neue verfügbar. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Ganz komisch. Scharfschützengewehr finde ich ganz geil, muss ich sagen. Aber es wäre geil, wenn da ein Schalldämpfer dran wäre. Das würde die ganze Sache noch toppen. Ja, damit man einfach noch ein bisschen lautloser aus der Entfernung töten kann. Das wäre richtig cool. Wollen wir mal schnell rein. Wir haben jetzt zwar nicht Unmengen an Kohle, aber ich weiß noch nicht genau, wofür wir das Geld brauchen. Deswegen bin ich momentan noch ein bisschen vorsichtig damit. Und gebe das lieber ab und zu mal ab, bevor wir irgendwie sterben und dann einiges verlieren, wie es ja gehießen hat. Als wenn der Safe hier sicher wäre, ganz ehrlich, Leute. Als wenn der Safe hier sicher wäre in dieser Bruchbude. Aber hier traut sich vielleicht auch keiner rein, weil das alles so verbrannt ist hier. Haben alle vielleicht ein bisschen Respekt hier auch. Bisschen Respekt. Ey, Digga, pass auf, wo du hinfährst, Alter. Die Karre nehme ich mir jetzt hier. Kann man die irgendwie auch leise öffnen? So, was haben wir denn sonst noch hier? Was ist denn das hier noch? Propaganda. Reißen wir auch noch ab. Und hier vorne sehe ich gerade, haben wir auch noch mal... haben wir auch noch mal eine Sicherung. Alter, warum ist es jetzt so übertrieben dunkel hier? Ey, man sieht ja gar nichts mehr hier. Ist doch auch windig. Also die Lichtverhältnisse sind manchmal schon ein bisschen krass, muss ich sagen. Das ist manchmal schon ein bisschen krass dargestellt. Also manchmal siehst du gar nichts, dann ist total hell. Dann fängt die Map plötzlich an zu blinken. Das ist ganz komisch. Da haben sie irgendwie noch ein paar Verbesserungen nötig, würde ich sagen. 2 von 2, nice. Dann holen wir uns noch hier schnell die Sicherung. Wo waren die hinten, oder?
War nicht scheiß Sicherung da vorne. Pass auf! Junge, halt dein Maul, Mann, sonst muss ich dich leider töten. Geil, Mann. So können wir wieder ein paar Sachen aufdecken hier. Boah, man sieht absolut gar nichts, ja. Man sieht überhaupt nichts hier. Naja. Komm, komm, steig aus, Mann. Du rufst keine Cops, Alter. Bitch, Mann. So. So, jetzt gucken wir mal, was wir noch haben hier. Also wir haben, wie gesagt, eigentlich schon alles erledigt. Das ist der Knackpunkt, ja. Und, Laundromat. Also hier haben wir alles. Hier unten könnte man noch was sammeln. Hier oben könnte man noch was sammeln. Das mache ich aber dann mal. Und hier... Ja, keine Ahnung. Fahren wir hier hin. Fahren wir hier hin und dann fahren wir zum Ziel dann. Für die nächste Folge dann. Nee, nee. Junge, verpiss dich! Verzieh dich hier, Mann! Das kann ich gar nicht gebrauchen hier, Digga. Boah, es sind sogar zwei. Das sieht immer alles so weit entfernt aus auf der Karte, aber es ist gar nicht so weit entfernt. Alter, wie dunkel es ist. Hier brennt doch überall Licht, Mann. Warum ist es so akut dunkel? Viel zu krass, ey. Man kennt überhaupt nichts hier, ne? So gut wie gar nichts. Nothing. Wo haben wir das zweite Ding? Junge, pass auf, was du machst. Pass auf, was du machst, Alter. Hier haben wir das zweite. Ja, wenn man fährt, also wenn man fährt, wenn man schnell fährt, dann verändert sich auch die Entfernungsanzeige von der Karte. Und deswegen sehen manche Sachen total nah aus, sind dann aber doch weiter weg, weil wenn man wieder läuft, ja, zu Fuß unterwegs ist, zoomt die Karte wieder ein bisschen ran. Sorgt ein bisschen für Verwirrung, aber naja, ist so. So, jetzt holen wir uns hinten noch das Stückchen. Und dann haben wir schon fast alle Sicherungen schon mehr gesammelt hier, glaube ich. Oh Mann, man sieht gar nichts, ey. Viel zu dunkel. So, warte mal, hier hinten war noch eine, glaube ich. Hier, genau. Was ist denn das jetzt hier? Ach, das ist das Ziel. Nee, warte mal, da ist auch noch eine. Laufen wir geradeaus rüber, da finden wir noch eine. Und wenn wir links laufen, haben wir dann noch eine. Ich finde es geil, dass man hier in viele Häuser rein kann. Da ist zwar nichts drin und so, aber ist trotzdem cool. Ich finde es trotzdem ziemlich witzig. So, Digga, da hinten haben wir noch eine gehabt jetzt. Die holen wir uns noch. Und dann machen wir uns auf den Weg zu der Hauptstory-Mission oder zur nächsten Story-Mission, zu der fetten Story-Mission hoffentlich. Das Ganze ist immer hübsch verpackt mit Gebiete einnehmen, ja. Das muss man immer wieder machen. Und zwischendrin halt hat man dann immer mal wieder eine Story-Mission freigeschaltet. Da kommt man auch nicht drum rum. Kann ich hier rein? Wo komme ich denn jetzt hier rein? Pass doch auf, Mann. Hab doch gar nichts gemacht, Mann. Soll ich dich gleich umlegen, oder was? Komm ich denn hier rein jetzt? Ah, hier liegt das Ding. Ja, dann haben wir schon alle Sammelmaulobjekte. Oh, komm, der Rosa, nee, der sieht geil aus. Da hinten liegt noch einer. Vorsicht! Auch wenn es regnet, ihr müsst warten, ihr Stricher. Komm. Ach nee, das ist ein Healer Station. Healer Station brauchen wir nicht, wir sind voll. So Leute, wir gucken nochmal schnell auf die Karte. Das haben wir dann alles und können wir uns hier jetzt auf den Weg machen. So Digga, los geht's hier. Rede mit Cassandra. Das ist dann die nächste Hauptstory-Mission, Leute. Ich verabschiede mich schon mal, Leute, ja. Ich sag schon mal Tschüss. Danke fürs Zuschauen wieder mal. Lasst ein Feedback da, lasst einen Daumen nach oben da. Kommentieren nicht vergessen. Teilen könnt ihr das Video gerne auch. Und wenn es euch gefallen hat oder wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonniert mich doch einfach und verpasst somit keine Videos mehr. Vielen, vielen Dank dafür schon mal für die Leute, die das jetzt tun. Und ja, haut rein, Leute. Bis später, bis zur nächsten Folge. Servus.